So, hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play The Witcher 3. Wir machen sofort weiter mit den Quests. Ups. So. Gewinnt, nein. Das große Erasmus-Wegelbund-Gedächtnisrennen. Oh, nee. Gedächtnisrennen, du meinst. Teufelsspielereien. Obwohl man weiß ja nicht, aber... Oder machen wir das? Ohne Witz. Das sieht interessanter aus. Außer Narzissen hat das Leben nichts Schönes. Genau. Oh, Jungs. So, lol. Eine Hure. Verdammte Bastarde. Ja, was ist das für eine Quest? Kommt dieser Abschaum hergesegelt und meint, er kann hier machen, was er will. Hilf mir, Hexer. Okay, wir sagen da nichts zu. Tut mir leid. Wir sind mal ganz neutral. Weil... genau. Sie ist der Questgeber. Okay, wir gucken mal. Was ist denn passiert? Bewohner von Skellige haben jetzt die Krüppelkarte übernommen. Übernommen? Wie das? Wir sind ganz neutral, ja. Inhaberin verdroschen. Das gehört Mädchen zum Job. Rausgeworfen, zu saufen angefangen. Oh lol. Sie sind gestern dabei, feiern offenbar irgendeine fette Beute. Ja, klingt nach Skellige. Aber du siehst wie ein ehrlicher Mann aus. Hilf uns! Wirf die Rabauken raus! Wir haben nicht viel, aber wenn wir zusammenwerfen, wird sich's lohnen. Wie, ihr habt nicht viel, Alter? Ihr müsst eigentlich die Reichesten der Stadt sein, so wie es hier aussieht. Na gut, ich helfe dir. Gut, mal sehen, was ich tun kann. Wirklich? Es gibt also doch noch gute Menschen auf der Welt. Komm ja. Mit. Wir bleiben mal neutral, Mann, ohne Witz. Ups, Questverfolgen, nein. Wie heißt denn die Quest jetzt? Es hat sich hier ausgeruht. Fuck, wie heißt die Quest? Jetzt aber raus. Ja. Mit Hexer. Euch, ne, ey. Schon das Wort klingt erhaben. Tut mir leid, Kollege, aber du musst dein Horn woanders füllen. Dieses Etablissement gehört heute zu Skellige. Da kommen wir gerade her, ey. Raus hier. Mir scheint, wir sind in Novigrad. In Novigrad gelten die Regeln von Novigrad. Und die brecht ihr gerade. Wie bitte? Seit wann darf man nicht in Ruhe trinken? Sich etwas amüsieren? Zieh Leine, sonst kriegst du den Zorn eines Skelligers zu spüren. Alter, du hast ja nicht mal Zähne. Warum regen wir das beide wie Männer? Ich habe keine Zeit für Streitereien. Den Eisriesen wir es rasch hinter nennen wir uns, ihn nicht. Wie zwei echte Männer. Hinter uns bringen? Was denn, verdammt? Willst du mich in den Alkoven abschleppen? Nein, Erbsenhirn. Ich fordere dich zum Duell. Wenn ich gewinne, nimmst du deine Kumpel und verschwindest von hier. Ah, warum sagst du das nicht gleich? Ich gebe dir doch gerne was auf die Kiemen. Komm her, Junge. Bis Level 15, ey. Komm. Schön, es reicht. Bei oh Junge, sag das nicht. Warte. Meine Herren, gehen wir jetzt. Amüsieren wir uns woanders. Wir endlich gegen die Schwarzen kämpfen, werden jetzt sie abziehen raus. Wie verängstigte Kaninchen. Aber eine Frage stelle ich mir. Warum heißt der Laden Krüppelkarti? Sind das... Ist Kati ein Krüppel? Komm raus mit dir. So erledigt. Vielen Dank. Wir hätten es alleine nicht geschafft. Wir Toll. Haben nicht viel. Ich hoffe, dies reicht dir. Das kann ich nicht annehmen. Warum das? Wir nehmen das mal. Behaltet es. Ihr braucht es dringend. Oh lol, nein. Her damit. Danke. Leute wie du geben mir das Vertrauen in die Menschen. Geil, von der Nutte. Guck mal, die haben das Alter von einer Nutte. Hat, also wenn man bei einer Nutte questet und sie dann um Mitleid winselt, hat man die Auswahl von wegen als Maul. Hat man die Auswahl von wegen, komm, behalt das Geld, ihr braucht das Dringende. Aber bei den armen Kindern oder so, oder bei den verstorbenen Leuten, Junge, die am Hungern waren, da gab es die Option nicht. Ist das so eine Verarsche? Das ist eine materielle Welt und ich bin ein materielles Mädchen. Ja, Digga.
Boah, ich hasse das Spiel gerade, ne? Das ist eine materielle Welt. Lol. Ein materielles Mädchen. Ist eine Hure. So. Ich check's nicht. So, wir markieren das hier. Und gehen zur nächsten Quest. Gewinnturnier? Nee, Mann. Was kann der Sultan machen, Alter? Das ist für ihn. So. War klar, dass die Quest mich abfacken will. Vor allem das am Ende, dass wir die Option hatten, nichts anzunehmen, ne? Von wegen Mitleid. Mann, Mann. Da ist auch noch ein Brett. Ups. Wo rennt der, ne? So. Nehmen wir auch mit. Novigrad ist ein Geisteszustand, klar? Verflucht! Was hast du denn so graue Haare? Jawohl. Der schläft. Wir wecken ihn mal nicht. Aber wir rauben ihn aus. Abgeschlossen. So, komm, nimm die Scheiße auf. Wetten, das ist der Questgegenstand. Ach komm, die schläft auch. Was sollen wir hier machen? Das ist unten. Ups. Oh mein Gott. Habt ihr einen scheiß Keller? Wir wissen halt gar nicht, wonach wir suchen. Hier nicht, ne? Da rein? Oh Gott. Entschuldigung. Oh Gott, der ist tot. Schon lange tot. Verdammt. Die Jäger sind mir zuvor gekommen. Das war rot. Frage mich, was das ist. Jawohl, das war guter Loot. Brief für einen Schatz. Quest abgeschlossen. Das war aber eine komische Quest. Ich glaube, wir haben eine neue bekommen, ne? Mit dem Brief zusammen.
So. Die Frage ist, wo ist die neue Quest? Ah, das wollten wir doch machen, ne? Das Gedächtnisrennen. Was ist denn näher? Wir laufen mal dahin. Machen wir erst das. Und dann gucken wir, ob es da weitergeht. Mit dem Brief. Oh, warte, wo laufen wir lang? Ah, das Feuer wird sie alle reinigen. Oder wollen wir erst nach dem Brief gucken? Ob es da eine Quest gab? Ich langweile mich so. Wir schauen mal. Die Frage ist, ja, ich guck mal. Das nicht. Das auch nicht. Also es ist nicht Unternehmen-Quests. Nächster Auftrag kann es auch nicht sein. Also war es eine Schatzsuche. Oder gar nichts. Heißt, wir haben keine Quest dazu bekommen. Das kann es ja nicht sein, ne? Hexaufträge. Weil die kriegen wir entweder von NPCs oder von Anschlagbrettern. Warte, wir gucken mal hier noch. Gibt's hier noch mehr? Oh, tatsächlich. Das hört irgendwie nie auf. So. Anwesen der Wegebunds. Ah. Wird das ein Rennen? Ich würde gerne am Rennen teilnehmen. Wenn du das Startgeld zahlen kannst und dein Pferd hast, warum nicht? Entscheide dich bitte schnell, gleich beginnt das Rennen. Oh, 100, erzähl mir über das Rennen. Die Rennen, erzähl mir mehr darüber. Sie waren der letzte Wunsch von Erasmus Wegelbuth. Er hat sein Vermögen beim Spielen gemacht und war stolz darauf bis zum Schluss. Und die Familie hat nichts gegen eine Rennstrecke direkt an ihrem Haus? Das Haus war Erasmus Vermögen. Die Familie hätte es gar nicht geerbt, wenn sie sich dieser Bedingung nicht unterworfen hätte. Gelten bei diesen Rennen irgendwelche besonderen Regeln? Nein, alles ist so schlicht wie Herr Erasmus selbst. Zwei Reiter starten zugleich und wer die Strecke als erster zurücklegt, hat gewonnen. Toll. 100, hier ist das Startgeld, ich will mitmachen. Ich will am Rennen teilnehmen. Wunderbar. Dein Name und der deines Pferdes? Gerald von Riva, auf Plötze. Famos. Dein Gegner, lass mich mal schauen. Seamus Holt auf Athos. Okay. Teilnehmer in den Sattel. Auf 3, 1. Das ist doch ein Snack, der Kerl. Und los. Scheiß Alkoholiker. Du wirst nicht mehr so übermütig sein, wenn du. So, was machen wir jetzt, wenn die Ausdauer leer ist? Er hat halt irgendwie mehr als wir. Wir haben aber schon einen guten Sattel, ne, Leute? Herhören, herhören! Das Finale des Erasmus-Wegelbuth-Gedächtnisrennens ist vorbei. Oh, okay.
Nicht übel. Aber machen wir uns nichts vor. Wir sind einfach weitergereitet. Die Konkurrenz hätte härter sein können. Soll ich dich nochmal einschreiben? Oh, wir haben was gewonnen. Vielleicht später. Was hat... Oh, 160. Gefangen und als wir zahlen 100 in einem und kriegen nun, das 160. Also ja, das ist für euch profitabel, nicht für mich. Wow, der ist gar nicht besser als mein Alter. Nee, dann lassen wir das. Oder? Nee, komm. Mag's gar nicht zu wetten. Wenn das free gewesen wäre. Wohl noch eins. Okay, für die Quest. Noch ein Rennen? Komm, für die Quest. Ich hasse Wetten, ja. Ich mach sowas eigentlich nicht. Ich will noch einmal teilnehmen. Aber gut. Prima. Lauf nicht weg, wir fangen bald an. Dein Gegner. Es soll jetzt keiner kommen und sagen, oh, es ist doch nur ein Spiel. Ja, so läuft das nicht. Wir haben uns das ja verdient. Das Geld, ja. Ich muss also um Diskretion bitten. Wir sind ja hier bei Folge 90. Wir haben uns das Geld verdient. Und ich mag es nicht, das einfach zu verspielen. Zwei, drei, und los. Okay. Wir wurden angerempelt. Ich weiß halt nicht, was wir gegen Ende machen sollen. Wenn wir keine Ausdauer mehr haben. Oha. Mist, ey, die Ausdauer. Das Ziel. Herhören, herhören. Okay. Das Finale des Erasmus-Wegelboot-Gedächtnisrennens ist vorbei. Der Sieger ist Geralt von Riva auf Plötze. Ruhm und Ehre dem Sieger. Jawohl. Bravo. Glückwunsch. Du hast mit Stil gewonnen. Soll ich dich nochmal einschreiben? Muss das denn sein? Was haben wir bekommen? 160 wieder. Alter, wann ist das vorbei? Okay, wir machen mal weiter. Vorsicht! Selber. Wir haben noch einen bekommen. Oh, 70. Hä? Kapazität der Satteltaschen. Wow, das war doch gar nicht wichtig. Na gut, nochmal. Noch ein Rennen? Nimmst du teil? Jawohl, nochmal runter. Ich will es noch einmal versuchen. Bist auf den Geschmack gekommen, wie? Dein Gegner ist Luke Wegelboot, der oh, nein, junge Wegelboot. Vetter des Herrn Albert. Nein. Auf Succubus. Er ist das schwarze Schaf der Familie. Wie kann man sein Pferd Succubus nennen? Rennen verloren und gilt darum als Lokalmeister. Okay. Teilnehmer in den Sattel. Auf drei. So, der Succubus ist zwei, weiß. Drei, und los. Was ist das für ein lächerlicher Scheiß? Das Pferd müsste schwarz sein. Naja, die Wege trennen sich. Da war ich kurz verwirrt, ey. So Ausdauer auffüllen. Hier vielleicht. Hat das gelangt? Oh Mann, so viel zu Ausdauer auffüllen.
Oh Junge. Jetzt sind wir unter Stress. Er hat auch keine mehr. Lol, was ist das für ein Debate-Shit? Jetzt geht's hier links lang. Heya! Nein! Warum hast du so viel Ausdauer? Was für eine Scheiß-Quest. Ging halt gar nicht ums Skillen, ne? Geht nur darum, den anderen rauszudrängen. Oh lol. Wir haben gewonnen. Nice! Ich war schon so beleidigt. Regelblut-Gedächtnisrennens ist vorbei. Der Sieger ist Geralt von Riva. Jawohl. Auf Plätze. Ruhm und das war mega knapp. Boy. Fantastisches Rennen. Glückwunsch. Welch ein Sieg. Überlegener Kavalierssattel. Gibt es ein Land, wo ich mehr von deiner Art finden kann? Nein. Wir mussten sogar zwei Hexer killen, Alter. Der Rest ist Schmodder. So, wir gucken mal, wie gut das Ding ist. Inventar. Plus 70 Ausdauer, nice. Werden wir wahrscheinlich nie brauchen, ne, den Bonus. Naja. Wir haben es aber mal gewonnen, also bekommen. Bauersfrau macht sauber. Geralt von Riva, nicht wahr? Was willst du? Ich möchte meine Bewunderung wegen deines Sieges ausdrücken. Und hier eine Einladung vom Boss. Er will dir persönlich gratulieren. Das war voll stressig. Leb wohl. Noch mehr Rennen? Wir lesen ihn mal. Carlo Vares. Sprich mit Hacker über den Brief. Ekelhaft. So, wo waren das? Ach. So. Wir gucken nochmal nach, ob da noch was Neues gelandet wäre. Nein. Entschuldigung. So, Hacker. Wieder bei diesen schlafenden Leuten gelandet, ey. Junge Hacker, Mann. Wo wohnt der Kerl? Das ewige Feuer, das Feuer. Das pocht mir der Schädel. Hier waren diese Leute, ne, hä? Abgeschlossen. Wenn die Gosse verstopft ist. Ewiges Feuer. Alter, weißt du, wo das Hacker wohnt? Wo wohnt Hacker? Hier runter, sagt er. Entschuldigung. Wir werden gestorben. Wenn die Gosse verstopft ist. Hier lang. Ach, soll's doch regnen. Ist er vielleicht nicht da?
Das ist hier Walden. Hier, ja. Ja, wie komisch wurden diese Gebäude hier gebaut? So. Danke für die Einladung. Glückwunsch. Toller Sieg bei Wegelboots. Luke ist ein Riesenidiot, aber ich kann mich nicht erinnern, dass er je verloren hätte. Und so wie du ihn abgehängt hast, hättest du wohl gute Chancen im Palio. Könntest richtig Geld machen. Was ist das Palio? Palio? Nie gehört. Mann, bist du ein Bauer. Das Palio ist ein Rennen in den nächtlichen Straßen der Stadt. Früher hat jedes Viertel einen Kontrahenten ins Rennen geschickt. Das ist jetzt anders. Du trittst gegen Reiter an, die von Bettlam und Räuven geschickt werden. Aber ich setze auf dich. Gut, ich bin dabei. Gut, ich mach mit. Fantastisch. Wir schauen mal, ja. Wir schnuppern noch kurz. Aufgeregt. Aber lass mich bloß nicht hängen, denn ich setze ein kleines Vermögen auf dich. Geh Boah, mach das lieber nicht. Trink Kamille oder was immer zum Teufel ihr tut. Boah, war das so eine Anspielung auf Tränke? Weil wir müssen ja Kräuter sammeln dafür. Das Palio ist vor allem ein Rennen der Ehre. Der Gewinner streicht nicht nur eine Siegesprämie ein, okay, sondern erntet auch Respekt. Also, so ein fetter Penner. Und los, verdammte Scheiße! Ich würde dir einen Rabatt wegen deiner Heldenkarte geben. Ja, wir können nicht sprinten. So ist gut. Erst jetzt kann man sprinten. Das war allgemein schon schwer genug, ey. Wow, komm. Ist das so gewollt gewesen, dass wir verlieren? Okay. Die Punkte verwirren uns. Wir haben auf jeden Fall viel, viel mehr Ausdauer. Vielleicht sollen wir gar nicht diesen Weg benutzen, sondern immer schnurstracks straight dem Pfeil folgen. Kann das sein? Hier die scheiß Ausdauer. Lol, der cheatet. Was hast du für ein Superpferd? Nein. Das ist das Ziel? Oh, wow. Es ist nicht einfach, das Palio zu gewinnen. Viel Glück beim nächsten Mal. Gibt kein nächstes Mal, ey. Ich würde dir einen Rabatt wegen deiner Heldentaten geben. So eine Scheiße. Da hätte ich mir auch einen Jockey aus Birkenholz schnitzen und anpissen können. Der hätte sich besser angestellt als du. So Lol. Ist das Leben. Ja, ganz eindeutig, so ist das Leben. Mal trittst du die Kuh, mal tritt sie dich. Tempelwache, verschwinden wir. Bin fertig hier, scheiße nochmal. Tja, deswegen sagen wir Nein zu Gambling. Ja. Okay, viel Spaß, Leute. Wir hauen ab. Was denn? So. Gewinnturnier? Nein. Fäuste? Fliegende Fäuste? Machen wir mal, ja. Wir machen ja eh jeden Scheiß. Sogar Pferderennen.
Wir kloppen uns auch mal eine Runde. Ist der Rechte nicht viel näher? Unverwirrt. Genau. So, das aber erst in der nächsten Folge, denn das war's schon, Leute. Danke fürs Zusehen. Lasst wieder ein Like da. Abonniert, wenn ihr noch nicht abonniert habt. Kommentiert. Und passt auf euch auf.